Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union haben einen 17 Jahre langen Streit um Flugzeugbausubventionen beigelegt. Die im Zusammenhang mit dem Disput um Boeing und Airbus gegenseitig verhängten Strafzölle werden nun zunächst bis zum 11. Juli dieses Jahres für 5 Jahre ausgesetzt, wie nach dem EU-USA-Gipfeltreffen zwischen Präsident Biden, Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel bekannt gegeben wurde. Die Einigung, die wir erzielt haben, eröffnet wirklich ein neues Kapitel in unseren Beziehungen. Wir können jetzt vom Rechtsstreit zur Kooperation im Flugzeugbau übergehen, nach beinahe 20 Jahren, dem längsten Handelsstreit in der Geschichte der Welthandelsorganisation. Die USA hatten Zölle in Höhe von 7,5 Milliarden € auf europäische Waren erhoben, nachdem die WHO im Oktober 2019 entschied, dass die EU Airbus unfaire Subventionen gewährt hatte. Ein Jahr später gestattete die WHO der EU wegen unerlaubter Subventionen der USA an Boeing ebenfalls Strafzölle in Milliardenhöhe. Keine so bedeutenden Fortschritte konnten dagegen im Streit um Strafzölle auf Stahl und Aluminium erzielt werden. Allerdings wollte man weiter an einer Lösung arbeiten, die bis Ende des Jahres erreicht werden soll. Einig war man sich darin, einen gemeinsamen Handels- und Technologierat zu gründen, der vor allem Chinas Macht in diesem Bereich entgegenwirken soll. Joe Biden nahm an der abschließenden Pressekonferenz nicht teil, aber vor seinem Abschied betonte er seinen Willen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die beste Antwort auf die gegenwärtigen Veränderungen ist, eine Situation zu schaffen, in der unsere Wirtschaft gemeinsam wächst, auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte. Die Verteidigung gemeinsamer demokratischer Werte wurde insbesondere in Hinsicht auf Bidens Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Putin am Mittwoch betont. Zusammen mit den Vereinigten Staaten und anderen gleichgesinnten Partnern ist es wichtig, nicht nur darauf zu reagieren, wenn autoritäre Regime uns unter Druck zu setzen versuchen, sondern auch eine proaktive Strategie zu entwickeln, die unsere Werte und Interessen verteidigt. Präsident Bidens Konvoi hat unterdessen Brüssel verlassen und symbolisch gesehen hat man gemeinsam die Spannungen der Ära Trump hinter sich gelassen.